nicht die letzte Flasche. Oh, wirklich? Mehr, das ist der Rest? Mehr habe ich nicht. Oh Gott, oh, wenn wie sollen wir uns warm halten? Mir ist so kalt. Aber wir haben Spaß. Es hebt die Stimmung. Oh, wenn das nur nicht so arschkalt wäre. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, meine Nase ist so kalt, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Oh, du bist deine Auto kalt. Oh Gott. Du bist ein Hund. Ich bin ein. Was? Ein Hund. Jetzt hör auf, wer mich zu beschimpfen. Nein, auch noch. Ich beschimpf dich nicht. So. Hunde, wenn die eine kalte Nase haben, sind sie gesund. Sei mal froh, dass wir uns noch nicht erkältet haben. Das ist die Hauptsache. Ja, das ist wohl wahr. Oh. Aber wenn wir gesund sind. Da müssen wir aufpassen, ne, dass die Leute denunzieren und sagen, wir hätten geheizt heimlich. Du meinst, wenn wir lachen, dann werden wir denunziert? Die denken wahrscheinlich. Nein, wenn wir gesund sind und lachen. Wir können dann seit einer Woche nicht mehr heizen. Ja. Ist doch alles weg. Alles. Ich meine, es ist vielleicht auch mal notwendig, dass wir mal so ein bisschen auf den Pott gesetzt werden und mal sehen, wieso das wirklich wahre, harte Leben ist. Das richtige Leben der Straßenmusiker ist. Ja, ne? Ja. Ich meine, sehr froh, dass das bis jetzt an uns vorbeigegangen ist. Jetzt ist es soweit. Ich habe mich immer gefragt, wie die das können, aber. Ja, noch können wir es. Aber du weißt was, ich spiele jetzt mal ganz schnell, damit mir die Finger nicht während des Spielens einfrieren. Ja, bitte. Sorry. Kannst du singen? Ich keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, wir probieren es einfach. Das war in einem anderen Leben. Also, los geht's. Ich kann auf jeden Fall rülpsen nach dem Spielzeug. Ich auch. Na, siehst du. Das Leben ist in dieser schwierigen Zeit voller Gefahr. Und in den Läden in fast jeder Stadt gibt's kaum noch Kamin, Blackout, ja, jetzt stecken wir drin. Und es wird kälter und kälter, ganz ohne Heizung. Blackout, dem kann keiner entfliehen. Blackout, es wird dunkel hier drin. Lauf schnell davon, wenn du merkst, er ist da. Hätte kälter, ne? Ich setz nochmal an. Okay. Doch wenn man dieses Szenario genau betrachtet und es als eine Herausforderung erstmal erachtet, merkt man im Dunkeln, lässt's munkeln sich gut. Plötzlich hat jeder Romantik im Blut. Fühlst du, wie gut das tut? Blackout gibt es hier in Berlin. Blackout gibt's bestimmt auch in Wien. Aber das wird uns die Laune doch nicht verderben. Ich denk, verdrießen. Verderben, beides. Das verdirbt uns die Laune nicht, verdrießt uns die Laune auch nicht. Nee, weder noch. Wir machen die Zeile nochmal. Welche denn? Na, aber das hier mit der Laune. Aber. Aber das wird uns die Laune doch nicht verdrießen. Blackout, ja, wer hätte gedacht? Blackout, das ist glücklich. Und das hat überhaupt keinen Sinn. Vielleicht sollten wir ohne Finger das machen. Ohne Finger? Wenn deine Finger zu kalt sind, dann geht's halt nicht. Vielleicht sollten wir das Lied pfeifen. Ich kann nicht pfeifen. Du kannst nicht pfeifen.
Ich kann was, was du nicht kannst. Ja. Das ist schön. Ich kann es rülpsen. Okay. Ihr hört jetzt Blackout. Blackout in Rülps. Live-Version. Komm, wir schaffen das jetzt. Wir schaffen das jetzt. Opus, komm. Was? Opus 37? So, komm, hier. Riesenverzeichnis. Oh, der Strom geht wieder. Ich habe eine SMS gekriegt. Ach, Kinder. Ich weiß nicht, was machen wir denn jetzt? Oh Gott, es wird mir langsam warm. Ist das nicht schön? Wollt ihr den Schluss von dem Lied noch hören? Also bitte jetzt. Reiß dich zusammen. Mitte, zweiter Refrain. Wer hätte gedacht? Blackout, ja, wer hätte gedacht? Blackout, das ist glücklich und smart. Wenn wir beim Licht einer Kerze uns sehen, das ist wirklich wunderschön. Blackout, mit der Panik ist Schluss. Blackout, jeder Tag ein Genuss. Denn jeder Stromausfall bringt uns einander nah.